Die Drehscheibe Dresden Sommertour wird Ihnen präsentiert von Stesat. Wir entwickeln Dresden. Liebe Zuschauer, es ist wieder soweit, Drehscheibe-Zeit in Ihren Wohnzimmern. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben, denn diese Themen haben wir heute für Sie vorbereitet. Pieschen, das verändert sich an der Konkordienstraße. Loschwitz, kein Weihnachtsmarkt wegen Fahrradständern. Und Waldpark, Spendenlauf für den guten Zweck. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Drehscheibe Dresden. Schönen guten Abend. In Dresden-Pieschen soll in den kommenden Jahren ein neues Wohngebiet entstehen. Im Rahmen des Großprojektes an der Konkordienstraße wird voraussichtlich bis Ende des Jahres das Baufeld vorbereitet. Was sich in den nächsten Jahren alles verändern wird, hat sich meine Kollegin Natascha Hofmann angeschaut. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur Drehscheibe Sommertour. Ich stehe hier heute an der Baustelle Konkordienstraße in Dresden-Pieschen, denn hier soll in Zukunft ein neues Wohngebiet entstehen. Neben mir steht jetzt Thomas Pieper vom Stadtplanungsamt. Hallo. Hallo. Wir sehen schon, hier ist einiges zu tun, einiges läuft schon. Was soll denn hier entstehen? Ja, das, was hier zu sehen ist, ist einer der letzten Projekte im Sanierungsgebiet Pieschen. Ziel ist eine ehemalige Brachfläche. Wir stehen hier auf einem Gelände, wo früher Gewerbebauten drauf waren, Garagen, aber auch einige Kleingärten. Auf dieser Fläche, die jahrelang brach lag und ungenutzt war, sollen im Zuge der nächsten Monate und Jahre Wohnungen entstehen. Und das, was jetzt hier zu sehen ist, ist einer der ersten Schritte, die in die Richtung gegangen wurde. Man baut sozusagen eine Erschließung für diesen späteren Wohnbereich, hat im Vorfeld alte Gewerbebrachen abgebrochen, hat eine Kleingartensparte umgesetzt, ein Vereinsspartenhaus neu gebaut. Und das, was hier entsteht, ist sozusagen der Abschluss für die Entwicklung in Pieschen mit dem Neubau von ca. 120 Wohnungen, die hier entstehen und auch etwas weiter, wird Pieschen deutlich eine Aufwertung erfahren. Es werden neue Bewohner in dieses Viertel reinziehen. Und zum Jahr 2020, wenn das Sanierungsgebiet Pieschen abgeschlossen wird, wird das sozusagen einer der baulichen Höhepunkte für diesen Stadtteil sein. Sie sagten schon, es ist der letzte Schritt im Sanierungsgebiet Pieschen. Was war vorher schon alles zu tun? Vorher haben wir seit 1993 ganz viele Gebäude saniert. Wir haben viele Straßen saniert, wie zum Beispiel hier die Moritzburger Straße gleich im Anschluss. Wir haben Kindertagesstätten saniert, wir haben Grünflächen neu geschaffen und wir haben lange darauf hingearbeitet, dann am Ende dieses auch machen zu können. Das dauerte etwas länger, weil man dazu Grundstücke kaufen musste, weil man, wie gesagt, schrittweise auch Gebäude abbrechen musste und in einem vergleichsweise langen Planungsprozess auch die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen schaffen musste, um das zu tun, um tun zu können, was man jetzt schon in der Praxis sieht. Okay, was sind denn dann jetzt hier die genauen Vorteile? Was erwartet die Bewohner von Pieschen? Also die dann neuen Bewohner von Pieschen oder die alten Bewohner, die natürlich auf dieses Gebiet raufsehen, erwartet ein völlig neues Wohngebiet, das in einer ganz neuen Art und Weise erschlossen wird. Und zwar über das Prinzip des sogenannten Shared Space. Und das meint, dass es nicht eine einfache Straße ist, wo sozusagen die Autos nur das Vorrecht haben und man sich vorsehen muss, sondern es ist eine öffentliche Fläche, die von Bewohnern auch zum Spielen, zum Aufenthalt benutzt werden kann. Man sieht das hier so ein bisschen an der Gestaltung. Es ist keine gerade durchgehende Straße, sondern eine sehr organisch geschwungene Straße mit einem sehr hohen Grünanteil. Und das ist das Besondere an dieser Straße. Gibt es sonst in dieser Form in Dresden nicht. Okay, und wie passt sich das dann vielleicht genau ins Stadtbild von Pieschen an? Wie wurde das integriert? Ja, also Pieschen ist im Vergleich zum Beispiel zur Äußeren Neustadt sowieso schon ein Stadtteil, wo viele Grünflächen und grüne Höfe da sind. Insofern haben wir darauf geachtet, dass es im Zuge einer Nachverdichtung, um die handelt es sich jetzt hier, also nicht zu viel Beton und Grau reinkommt, sondern dass hier viel Farbe drin ist, dass viel Freiheit, Licht, Luft und Grün entsteht. Insofern ist das etwas Neues und für die Pieschener, so denken wir, eine gute Sache. In den Ortsbeiratssitzungen, die es zu diesem Thema gegeben hat, hatten wir dazu schon eine relativ große und positive Resonanz. Okay, Sie sagten schon, das Gebiet kommt den privaten Investoren über. Inwieweit hat man die schon gefunden?
Naja, hier entsteht auch was ganz Besonderes. Wir haben sämtliche Flurstücke neu ordnen müssen als Stadt. Das heißt, die Grenzen wurden aufgelöst, neue Grenzen werden gebildet. Und ein Großteil dieser Flächen werden dann im Anschluss an die Baumaßnahmen der Straße hier an private Investoren verkauft. Und die können dann hier entlang der Straße, zu beiden Seiten der Straße, Wohnungen neu bauen. Okay. Ich danke Ihnen für die ganzen Informationen. Ja, liebe Zuschauer, wir melden uns gleich nochmal zurück hier von der Konkordienstraße. Bleiben Sie dran. Bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Rio haben die deutschen Reiter mit insgesamt 6 Medaillen die beste Länderwertung erzielt. Die Erfolge haben den Reitsport auch in Sachsen wieder in den Fokus gerückt. Alle Pferdefreunde sollten sich deshalb schon einmal den großen Preis von Sachsen vormerken. Ende Oktober verwandelt sich die Messe Chemnitz bereits zum 4. Mal in eine große Reitarena. National und international erfolgreiche Springreiter werden sich beim Großen Preis von Sachsen die Klinke in die Hand geben. Eine Neuerung in diesem Jahr ist der neue Hindernisparcours für das Turnier. Auf der Pressekonferenz am Dienstag wurde die Idee hinter der Neugestaltung vorgestellt. So wird das Land Sachsen künftig nicht nur im Namen der Veranstaltung stehen, sondern auch bildlich mit verschiedenen Sehenswürdigkeiten des Freistaates auf dem Parcours zu sehen sein. Alle Augen sind das Wochenende auf den Parcours, auf die Hindernisse, auf die Reiter gerichtet. Und da fanden wir einfach, dass es an der Zeit ist, zum Namen des Turnieres, der große Preis von Sachsen, auch die Hindernisse entsprechend der Situation ein bisschen besser anzupassen und von unserem Bundesland ein bisschen mehr zu zeigen, als die Leute, die da zum Beispiel kommen, die Reiter, werden jetzt an dem Wochenende keine Zeit haben, nach Dresden zu fahren und sich die Frauenkirche anzugucken. Das können sie im Parcours machen. Ansonsten bleibt die Veranstaltung ihrer bunten Mischung aus Sport und Showprogramm treu. Der Showhöhepunkt der Reitsportveranstaltung ist am Samstag die Chemnitzer Pferdenacht. Aber auch für die kleinen Gäste wird am Freitag ein spezielles kindgerechtes Programm geboten. Ja, also wir haben besonders die Familienfreundlichkeit dieses Jahr wieder ganz hoch im Kurs. Das wird so sein, dass wir den Freitag schon mit dem Tag des Pferdes beginnen werden. Dort sind alle Kinder bis 14 Jahre komplett kostenfrei, also es lohnt sich wirklich vorbeizukommen. Und alle Kindergärten und Schulen aufgepasst. Nach wie vor kann man sich bewerben bei der Messe Chemnitz. Und zwar kann man als Kindergartengruppe oder als Schulklasse sich kostenfrei anmelden. Ebenfalls den Tag besuchen und am Vormittag einen eigenen Showteil für die Kinder letztendlich im Parcours erleben. Für den großen Preis von Sachsen haben bereits mehrere Profireitsportler wie der Olympiasieger Lars Nieberg, der deutsche Meister Andreas Kreuzer sowie die Springreiter Toni und Felix Haßmann ihr Kommen zugesagt. Dennoch soll der Fokus der Veranstaltung nicht allein auf die Profis gelegt werden. Vielmehr soll vor allem den sächsischen Reitern eine Plattform geboten werden, um ihr Können zu zeigen. Ja, es ist ein Turnier in Sachsen und das wollen wir immer wieder zum Ausdruck bringen, dass wir zum einen natürlich den sächsischen Nachwuchs hier mit in dieses Turnier einbinden, sehr intensiv, dass wir nicht nur dem Nachwuchs, sondern den sächsischen Reitern insgesamt die Chance geben, in Chemnitz zu starten. Ja, und dann, denke ich mal, ist es die familiäre Atmosphäre, die natürlich auch die Spitzenreiter immer wieder nach Chemnitz führt. Der große Preis von Sachsen findet vom 28. bis 30. Oktober in der Chemnitz Arena statt. Eine Anmeldung für Reiter ist noch bis zum 3. Oktober möglich. Wir machen eine ganz kurze Pause, liebe Zuschauer, und melden uns dann gleich wieder zurück mit noch mehr aktuellen Meldungen des Tages. Also bleiben Sie dran. Welcome to Wonderland, a musical tribute to Frank Wildhorn. Die Proben für die Konzerte der besonderen Art laufen auf Hochtouren. Wonderland, Jekyll and Hyde, Dracula, Bonnie and Clyde. Welthits des bekannten Musical-Komponisten Frank Wildhorn kommen am 10. und 11. September jeweils 19 Uhr in der Theaterruine St. Pauli in Dresden auf die Bühne. Tickets ab sofort im Vorverkauf und an der Abendkasse.
Welcome to Wonderland, a musical tribute to Frank Wildhorn. Dresden Fernsehen verlost Freikarten für die Shows am 10. und 11. September jeweils 19 Uhr in der St. Pauli-Ruine Dresden. Schreiben Sie eine Mail mit dem Stichwort Wonderland an gewinnspiel@dresden-fernsehen.de. Und seien Sie dabei, wenn die Welthits des bekannten Musical-Komponisten Frank Wildhorn erklingen. Weiter geht es mit der Drehscheibe Dresden Sommertour, präsentiert von Stesat. Wir entwickeln Dresden. Das Schloss in Königsbrück hat einen neuen Besitzer. Bei einer Auktion in Dresden kam das Schloss am Dienstag unter den Hammer. Ein deutscher Investor hat den erstmals im Jahr 1298 urkundlich erwähnten, denkmalgeschützten Komplex für 598.000 Euro ersteigert. Ein echtes Schnäppchen hat der Investor, der laut Auktionator Michael Plättner nicht aus der Region stammt, gemacht. Denn als einziger Bieter erhielt er den Zuschlag zum Mindestgebot. Neue Fahrradständer gefährden einen der beliebtesten Dresdner Weihnachtsmärkte. Seit Montag werden auf dem Dorfplatz in Loschwitz mehrere Fahrradbügel einbetoniert. Wieso das den 20. Elbhang-Fest-Weihnachtsmarkt in Frage stellt, erfahren Sie jetzt unter anderem. Das sind die neuen Fahrradständer, die seit Montagvormittag auf dem Loschwitzer Dorfplatz stehen. Doch was als harmloses Mittel zur Beruhigung der Straße dienen soll, wird jetzt zur Gefahr für den Elbhang-Fest-Weihnachtsmarkt. Also für den Weihnachtsmarkt sehen wir, der jetzt quasi für uns kurz davor, wir sind kurz davor, haben wir ein Riesenproblem, weil an dieser Stelle hier normalerweise 8 Buden sind mit 8 Händlern, Kunsthandwerkern, Gastronomen, die ich an dieser Stelle hier nicht platzieren kann. Ich kann sie weder davor noch dahinter setzen und ich habe im Moment noch keine Lösung und weiß nicht, wie es für dieses Jahr, für den 20. Weihnachtsmarkt ausgehen wird. Jährlich strömen tausende Besucher in der Adventszeit auf den Weihnachtsmarkt am Dresdner Elbufer. Damit die Veranstaltung auch in diesem Jahr in vollem Umfang stattfinden kann, sucht der Verein Elbhangfest Unterstützer für eine Kompromisslösung. Also wir haben jetzt gestern erstmal alle Stadträte informiert über diesen Vorgang. Wir haben eine Anfrage an den Oberbürgermeister gerichtet. Wir haben Unterstützer vor allem im Ortsamt und bei den Stadträten gefunden. Wir hoffen immer noch, dass es zu einer Lösung kommt, dass diese Fahrradstände an dieser Stelle am 3. Dezember zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes nicht mehr stehen. Auch einige Anwohner sind mit den neuen Fahrradbügeln unzufrieden. Sie wollen sich für eine andere Art der Verkehrsberuhigung einsetzen. Wie weit läufst du für den guten Zweck? Diese Frage richtet das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF im Zuge seines 25. Jubiläums an Dresdner Laufbegeisterte. Bereits zum 4. Mal ruft die Hilfsorganisation in der sächsischen Landeshauptstadt am Sonntag zum Rundensammeln im Waldpark in Blasewitz auf. In diesem Jahr sollen Spenden für Flüchtlingskinder gesammelt werden. Teilnehmer am UNICEF-Lauf können alle Dresdner, egal welches Alter. Die jüngste Teilnehmerin letztes Jahr war unter einem Jahr alt, ist im Kinderwagen mitgelaufen. Aber es sind auch Vereine aufgerufen, teilzunehmen. Es sind aufgerufen Schulen, Schulklassen, Hobbyläufer und Profiläufer. Es gibt 2 Runden, einmal eine 500-Meter-Runde und einmal eine 750-Meter-Runde, einfach damit jeder so seinen Leistungen entsprechend oder seinem Anspruch entsprechend laufen kann. Der Spendenlauf steht unter der Schirmherrschaft von Dynamo Dresden, dem sächsischen Sozialministerium sowie der Gläsernen Manufaktur. Teilnehmer des Spendenlaufs können die Kicker von Dynamo bei der Veranstaltung auch persönlich treffen. Also es ist ja so, dass wir, ich hatte es eingangs schon gesagt, soziale Projekte unterstützen. Und das ist unsere Aufgabe, die wir, also unsere Verantwortung, die wir hier eigentlich sehen. Und von daher denke ich, ist es auch geboten, dort mal aufzurufen, unsere Mitglieder und unsere Fans dazu animieren, dass sie sich mal bewegen. Und wenn sie sich dann bewegen, noch für guten Zweck, wäre das ja eine wunderschöne Sache. Die Anmeldung für das Laufevent ist auch vor Ort am Sonntag möglich. Ab 10 Uhr beginnt das Programm, damit pünktlich ab 11 im Waldpark Blasewitz Runden für die gute Sache gesammelt werden können. Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen und allmählich ist auch der letzte sächsische Landtagsabgeordnete aus dem Urlaub zurückgekehrt. Zum ersten Mal nach der Sommerpause kommt am Mittwoch und Donnerstag der sächsische Landtag zusammen. Und zu den Themen begrüße ich jetzt ganz herzlich Landtagspräsident Matthias Rösler in Dresden. Herr Rösler, womit beschäftigen sich die Abgeordneten denn am Mittwoch und am Donnerstag?
Hallo Frau Bode, ich darf ganz kurz einen Überblick geben über zwei spannende Sitzungen am Mittwoch und am Donnerstag im Sächsischen Landtag. Am Mittwoch zur 39. Sitzung beraten wir zwei Gesetzentwürfe. Einen will ich ganz kurz nennen, da geht es um die Stärkung der direkten Demokratie. Die beiden Oppositionsfraktionen, die Linke und die Grünen, möchten die sogenannten Quoren absenken. Also man braucht dann nicht mehr so viel Unterschriften, um ein derartiges Volksgesetzgebungsverfahren in Gang zu bringen. Und sie möchten auch die Fristen verkürzen. Eins muss man noch wissen, Volksgesetzgebung gibt es ja in Deutschland nur auf kommunaler Ebene oder auf Ebene der Länder. Auf Bundesebene gibt es sowas nicht. Das war natürlich nur ein knapper Überblick. Wie geht es denn dann am Donnerstag weiter? Hier haben wir eine Ministerbefragung. Ein Minister, ein Mitglied der Staatsregierung, muss sich ganz einfach den Fragen der Abgeordneten stellen. Diesmal ist der Innenminister, Herr Ulbisch, dran und er spricht über den sächsischen Wohnungsbau und wird dann auch die Fragen der Abgeordneten beantworten. Ja, ein Prioritätenantrag der Koalitionsfraktionen CDU und SPD sei genannt. Hier geht es um die Kritik an der geplanten Anmeldepflicht von Länder- und Kommunalvertretern im EU-Transparenzregister. Also ist natürlich ein Unding, die Bundesländer in Deutschland haben Staatsqualität, die Parlamentarier vertreten als gewählte Abgeordnete natürlich einen Großteil der Bevölkerung und wenn die sich wie ein Lobbyist, der irgendwelche Verbände oder Industrieinteressen vertritt, da in Brüssel anmelden sollen, das kann nicht hingenommen werden und das ist hier Prioritätenantrag und wir hoffen auch, dass wir als Parlamentarier hier in Brüssel Erfolg haben werden. Das Thema Integration bewegt uns wieder. Es gibt die erste Lesung, die erste Beratung eines Gesetzentwurfs der AfD zur Gesichtsverschleierung, zur Vollverschleierung. Man möchte das im öffentlichen Raum verbieten. Und es gibt eine große Anfrage der Grünen zur interkulturellen Kulturarbeit, also zur Kulturarbeit insbesondere auch mit und unter Migranten. Ja, vielen Dank, Herr Rösler. Wir verfolgen die zwei Plenartage aufmerksam. Liebe Zuschauer, wir melden uns dann gleich wieder zurück, machen eine ganz kurze Pause, also bleiben Sie dran. Die Hauptstraße, der Dresdner Genießerboulevard am Goldenen Reiter. Vor über 300 Jahren hat sie August der Starke erbauen lassen und bis heute ist sie eine der beliebtesten Fußgängerzonen in Dresden. Zwischen dem berühmten Reiterstandbild des Kurfürsten, vorbei an den Kunsthandwerkerpassagen und der Dreikönigskirche bis hin zum Albertplatz laden hier jede Menge Geschäfte und Restaurants zum Bummeln und Genießen ein. Erdgeschoss, Boulevardtheater. Mächtig gewaltig, Egon! Geht es mit der Drehscheibe Dresden Sommertour, präsentiert von Stesat. Wir entwickeln Dresden. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, hier zur Drehscheibe Sommertour. Ich stehe immer noch an der Baustelle Konkordienstraße hier in Dresden-Pieschen und neben mir ist jetzt Sebastian Fuchs von der Stesat. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo. Was ist denn bisher alles schon geschehen? Hinter uns sieht man ja jetzt schon einiges. Ja, also bisher geschehen sieht man jetzt nicht mehr so viel, aber es sind die ganzen Medien, die wir verlegt haben in den Straßen, die hier neu anstehen. Mit den ganzen Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen, also hauptsächlich Drehwerk, Strom, Fernwärme und Trinkwasser.
Was muss denn jetzt noch alles gemacht werden? Die Medien wurden bereits verlegt. Was ist noch zu tun? Also zu tun ist jetzt noch einiges. Hauptsächlich müssen wir erstmal die ganzen Straßen, die neuen Straßen einfassen. Das sieht man schon im Hintergrund mit Borden und Pflastereinfassung. Jetzt entstehen noch die ganzen anderen Grünflächeneinfassungen, die mitten in der Straße liegen. Und dort kommt, wenn das alles soweit ist, der Straßenoberkörper rauf bis hin zu unserer roten farbigen Asphaltdecke. Die rote Asphaltdecke ist ja nun schon eine Besonderheit. Worauf wurde denn geachtet bei der Gestaltung? Also zu der Farbgebung, die bei der Asphaltdecke und bei den Einfassungen, die man im Hintergrund sieht, zusätzlich genommen hat, ist eben diese Gestaltungsform, diese schwingende Form, die die Straße geht. Das ist zum einen eben der Verkehrsberuhigung und zum zweiten auch für die Gestaltungselemente, die dann hier auch noch kommen mit dieser Hügellandschaft, mit diesem Nebenbereich, diesem Spielbereich zugute kommt. Was soll das Ganze denn insgesamt kosten? Also die Baukosten betragen einschließlich der ganzen Planungskosten und sonstigen Kosten 1,6 Millionen Euro. Okay, und wann ist die Fertigstellung geplant? Wie lange wird jetzt hier noch gebaut? Also die Fertigstellung ist bis Ende des Jahres geplant. Sagen wir, ein großer Teil sollte schon noch eher fertig werden bis Ende Oktober, aber die Gesamtmaßnahme wird, wenn nicht irgendwelche woher gesehene Dinge, die dann die Witterung mit sich spielt, Ende Dezember fertig sein. Okay, und dann startet dann irgendwann im nächsten Jahr der Wohnungsbau? Der kann dann ab nächsten Jahr beginnen, sofern die Investoren alle mitspielen. Es sind ja einige privat, einige die öffentliche Hand mit dabei. Das wird sich zeigen. Okay, dann danke ich Ihnen für die Information. Liebe Zuschauer, das war's hier von der Konkordienstraße. Bis zum nächsten Mal. Stilbruch ist bekannt für ihre Verbindung von Klassik- und Pop-Rock-Musik. Mit den Instrumenten Geige, Cello, Schlagzeug und Gesang spielt die Band europaweite Konzerte und kehrt immer wieder zu ihrem Ursprung auf die Straße zurück. Nimm mich mit heißt das neue Album, das die Musiker am Freitag in ihrer Heimat vorstellen. Zu sehen sind die drei Jungs unter anderem nachmittags auf dem Dresdner Neumarkt sowie abends in der St. Pauli-Ruine in der Neustadt. Jetzt ist der Augenblick, weil mein Herz schneller schlägt. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, deine Fehler sind perfekt. So wie du bist, lieb ich dich, auch wenn alles um uns bebt. Diese Welt sich zu schnell dreht, dann halten wir uns fest. So wie du bist, lieb ich dich. Auch im Dresdner Sozietätstheater wird es musikalisch. Das Musikfestival The Sound of Bronco lockt am kommenden Wochenende zahlreiche Künstler aus aller Welt in die Elbmetropole. Auf vier Bühnen werden Folk-, Indie- und Singer-Songwriter-Stücke gespielt. Doch auch auf vielen anderen Bühnen in der Stadt, wie beispielsweise im Ostpol, treten Künstler im Zuge des Festivals auf. Der Standort Warnsdorf feiert 100 Jahre staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft. Neugierige Dresdner können an dem Tag der offenen Tür einen Einblick in die ehemalige Wetterwarte bekommen. Zum Programm gehören unter anderem Führungen durch die Labore für Umweltradioaktivität und die Messzentrale für Luft. Es hat sich ein wenig abgekühlt, aber dank Hochharald bleibt uns in dieser Woche in Dresden das Sommerwetter erhalten. So war es am Dienstag größtenteils sonnig. Nachts kühlt es bis auf 10 Grad ab. Auch morgen herrscht sonnenreiches Wetter, die Temperaturen steigen am Tag auf 23 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es freundlich und warm. Vor wolkenlosem Himmel strahlt die Sonne am Donnerstag bei Höchstwerten um die 23 Grad. Etwas kühler wird es am Freitag mit 21 Grad. Wenige Wolken sind am Himmel, verbreitet scheint die Sonne. Sonne und Wolken wechseln sich am Samstag ab. Die Temperaturen steigen auf 25 Grad. Sinkende Pegelstände auf der Elbe bereiten der ohnehin wirtschaftlich angeschlagenen sächsischen Dampfschifffahrt aktuell Sorgen. Wie es um die Weiße Flotte in Dresden aktuell steht und welche großen Baustellen in nächster Zeit anstehen, das erfahren Sie morgen bei uns. Und damit verabschiede ich mich bei Ihnen für heute. Das ganze Team wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
Die Drehscheibe Dresden Sommertour wurde Ihnen präsentiert von Stesat. Wir entwickeln Dresden.